You know, why I appreciate you coming here is because you've come to listen about sex, no? And in the society, there's a lot in the atmosphere about sex, but there's not much concrete said about it. Warum ich es sehr schätze, dass ihr heute Abend gekommen seid, ist, weil wir über Sex sprechen und es ist viel in der Luft in unserer Gesellschaft. Es wird viel darüber und es wird wenig darüber konkret gesprochen. So what happens is we are not given any sexual education. Of course we know how reproduction happens. Was passiert ist, wir bekommen nicht sehr viel Sexualerziehung. Natürlich wissen wir, wie Fortpflanzung funktioniert. But somehow there is this feeling that human beings should know instinctively how to make love. Irgendwo ist dieses Gefühl da, dass Menschen instinktiv wissen sollten, wie man Liebe macht. So the whole domain of lovemaking is left very out of the picture as far as education goes. Das ganze Gebiet vom Liebe machen wird sehr aus dem Bild gehalten, was die Erziehung angeht. And at the same time we are receiving information through impressions, things we see, so we are very subtly educated unconsciously. Gleichzeitig haben wir viele Eindrücke und Bilder, die wir bekommen und werden dadurch unbewusst erzogen. At the moment, the place where human sexuality is that sex is more connected to the mind than to the body. Im Moment, wo wir stehen, ist, dass der Sex mehr mit dem Verstand in Verbindung steht als mit dem Körper. Of course we use the body, natürlich. But the impulses are from the mind. Natürlich nutzen wir unseren Körper dazu, aber die Impulse kommen aus dem Verstand. So this has created a lot of problems for us as human beings. Das hat für uns als Menschen eine Menge Probleme geschaffen. Because the impression we get about sex through the society is that it's something very hot, something very exciting, also something a little bit shameful. Und den Eindruck, den wir über die Gesellschaft bekommen haben, ist, dass Sex etwas Heißes, Aufregendes ist und auch ein wenig schambehaftet. And what humanity is not aware of is this difference between man and woman. Worüber sich die Menschheit nicht so bewusst ist, ist dieser Unterschied zwischen Mann und Frau. And that when man is inside woman, we have the potential for a flow just through being there. Und dass wenn der Mann in der Frau ist, dass wir die Möglichkeit eines Fließens haben, nur schon indem der Mann der Frau ist. And this is a style of sex without stimulation, without excitement. It's just really coming back to the genitals and giving them their intelligence. Und das ist eine Art von Sex ohne Erregung, ohne Stimulation, und das heißt einfach den Genitalien ihre Intelligenz wieder zurückzugeben. But for a real circulation of energy and for deep moving experiences, then it's so significant to realize that we are different and we have different requirements. Aber für ein tiefes Erleben, ein tiefes Aufnehmen ist es ganz wichtig zu merken, dass wir anders sind und andere Bedürfnisse haben. When man really gives woman time, he will just feel the dramatic difference to when woman just says, okay. Or if woman is like really involved, ne? Participating. Wenn der Mann der Frau wirklich diese Zeit gibt, dann wird er erleben, dass seine Frau nicht nur sagt, na gut, sondern wird feststellen, dass sie wirklich dran teilnimmt. So I would say that start again, do more exercise, receive some body work. Ich würde sagen, fangt wieder an, macht Körperübungen, nehmt euch ein paar in Körperarbeit. The other interesting thing is that you know, many of us, we do boring things in life. Das andere, was noch interessant ist, viele von uns machen langweilige Sachen in ihrem Leben. No, different things we have to do is boring. Verschiedene Sachen, die wir machen, sind einfach langweilig. But sex is not allowed to be boring. Aber dem Sex ist es nicht gestattet, langweilig no? zu sein. So we have this real conditioning that sex has to be exciting. We can't just be there in nothing for a while. No? Wir haben diese Konditionierung, dass Sex aufregend sein muss. Wir können nicht einfach in einem Nichts sein für eine Zeit lang. So, is your wife next to you? Ist deine Frau neben dir? Today not. She
Heute nicht, Sie arbeiten.